Herzlichen Dank für die freundlichen Worte zur Einführung und auch herzlichen Dank für die Einladung. Der Titel klingt natürlich sehr nostalgisch, aber wenn wir uns zurückerinnern, oder ich jedenfalls, der ich schon älter bin als die meisten hier, wie die Welt ausgesehen hat vor etwa 40 Jahren, dann können die Unterschiede fast nicht größer sein. Wir hatten Vollbeschäftigung in ganz Europa. Jeder junge Mensch hatte die Möglichkeit, einen voll sozialversicherten Arbeitsplatz zu bekommen, egal ob er studiert hat oder Facharbeiter war, Selbsthilfsarbeiter. Die Systeme der sozialen Sicherheit waren verlässlich, die Zuversicht der Menschen daher sehr groß. Die Unternehmerverbände, etwa die Bundeswirtschaftskammer, finanzierte eine große Plakataktion. Da stand so ein großer Mann und daneben ein kleinerer. Und der eine sagt zum anderen, ich hasse Kolaritsch, du hasst Kolaritsch. Warum sagst du zu mir Tschusch? Das sind so kleine Schlaglichter zurück in eine Welt, wo man versucht hat, einerseits die ökonomischen Notwendigkeiten zu befriedigen, und das hat damals bedeutet, eben immer mehr Ausländer ins Land zu holen, weil wir absolute Vollbeschäftigung hatten, aber eben doch zu vermeiden, dass In- und Ausländer gegeneinander ausgespielt werden. Und das Ganze, wenn ich mich erinnere, an sozusagen das Lebenstempo des Alltags, so trat folgende Paradoxie auf, dass das Lebenstempo 20 Jahre lang eigentlich sehr geruhsam war, obwohl das Wirtschaftswachstum mehr als doppelt so hoch war. Und wenn wir all das ein bisschen vergleichen mit der Gegenwart, dann sind wir konfrontiert mit Massenarbeitslosigkeit, insbesondere junger Menschen, zunehmendem Sozialabbau, weil das ein Sachzwang sei, um die Staatsfinanzen zu sanieren, daraus resultierend Angst vor der Zukunft, und das wiederum führt dazu, dass Politiker, manche zumindest, versuchen, Kapital zu schlagen aus Konflikten zwischen unter anderem den Fremden, den Ausländern und den Inländern. Und das alles ist kombiniert mit einer ziemlichen Hektik, mit einer Unruhe. Wenn ich denke, wie viel Bewerbungsschreiben junge Menschen abschicken müssen, das sind Aktivitäten, aber es kommt relativ wenig raus. Das sind sozusagen ein paar einführende Worte, die erklären sollen, warum ich diesen Titel gewählt habe. Und meine Aufgabe wird sein, in etwa 40 Minuten von jetzt an, wichtige Gründe für diese großen Veränderungen, die in den letzten 40 Jahren stattgefunden haben, anzudeuten. Ich selbst verwende PowerPoint-Präsentationen grundsätzlich nicht dafür, Texte wiederzugeben. Das heißt, die PowerPoint habe ich zwar mit Texten ausgestaltet, damit Sie eventuell sie auf die Homepage stellen können oder jemand es nachlesen kann, werde aber nur Grafiken bringen und das andere freisprechend versuchen zu vermitteln. Im ersten Schritt möchte ich skizzieren, was waren die Rahmenbedingungen jener Welt der 50er und 60er Jahre, die man als das Golden Age of Capitalism bezeichnet, sozusagen das goldene Zeitalter, in dem Vollbeschäftigung herrschte, der Sozialstaat ausgebaut wurde, und zwar sehr massiv, und dennoch die Staatsschuldenquote 20 Jahre lang zurückging. Und dieses Modell der sozialen Marktwirtschaft war sehr stark geprägt von dem Versuch, gegensätzliche Pole zu integrieren, also einander logisch widersprechende Prinzipien zu realisieren, wie etwa das Prinzip der Konkurrenz auf Märkten zu kombinieren mit dem Prinzip der Kooperation auf der Ebene der Politik, oder das System Staat und das System Markt, das System Politik, das System Ökonomie. Sehr wesentlich war, dass
das Konzept der Wirtschafts- und Sozialpolitik gewissermaßen einen Schlussstein hatte, der alles tragen sollte. Das war die absolute Priorität für das Ziel der Vollbeschäftigung. Der Grund lag natürlich in der Erfahrung der Weltwirtschaftskrise und in dem Lernen aus der Krise, dass einerseits zunehmende Massenarbeitslosigkeit eine Unzahl weiterer Probleme generiert und umgekehrt gewendet bei Vollbeschäftigung das Erreichen anderer Ziele von selbst eintritt, ohne dass man sich darum kümmern muss. Zum Beispiel das Ziel stabile Staatsfinanzen. Sie brauchen im Grunde gar nicht auf den Staatshaushalt schauen und sich bemühen, einen ausgeglichenen Haushalt zu haben. Sofern Sie das erste Ziel erreichen, anhaltende Vollbeschäftigung, löst sich das Staatsschuldenproblem von selbst. Der Grund ist furchtbar einfach, weil bei Vollbeschäftigung haben Sie keinen Aufwand aus dem Titel des Arbeitslosengeldes und noch wichtiger, die Einnahmen in Form von Sozialbeiträgen und Steuern sprudeln stetig, weil ja die Lohnsumme die Basis der Sozialbeiträge ist, zumindest in Österreich und Deutschland und ganz generell natürlich bei stabilem Wirtschaftswachstum die Einnahmenseite des Staates sich gut entwickelt. Vielleicht das wichtigste Merkmal ist jenes, das am wenigsten beachtet findet oder relativ wenig beachtet wird. Das ist die Tatsache, dass das Gewinnstreben, und das Gewinnstreben ist in einer kapitalistischen Marktwirtschaft gewissermaßen die Kernenergie, die die Dynamik antreibt. Dieses Gewinnstreben konnte sich nur in der Realwirtschaft entfalten. Es war damals nicht möglich, aus Geld mehr Geld zu machen durch verschiedenste Formen der Finanzalchemie. Warum war das so? Weil wiederum aufgrund der Erfahrung der Weltwirtschaftskrise und basierend auf der Theorie des englischen Ökonomen Keynes, man überzeugt war, dass die für Unternehmertum wichtigsten Preise wie Wechselkurse und Zinssätze nicht am Markt gebildet werden dürfen, sondern durch die Systempolitik stabil gehalten werden. Wir hatten also einerseits ein System fester Wechselkurse, das 1944 noch während des Zweiten Weltkriegs in Bretton Woods verabredet wurde, und zweitens ein System von Zinssätzen, die permanent niedriger waren als die wirtschaftliche Wachstumsrate. Nun ist der Zinssatz ja nichts anderes als die Eigenwachstumsrate jeder Finanzschuld. Und man muss nicht Ökonomie studiert haben, um zu verstehen, dass wenn der Zinssatz immer niedriger gehalten wird als die Wachstumsrate, produzieren sie einen permanenten Anreiz für Unternehmer, Kredite aufzunehmen und in reale Investitionen und damit auch in Arbeitsplätze zu verwandeln. Ergänzt wurde all das durch das Modell der Sozialpartnerschaft oder in Deutschland rheinischer Kapitalismus genannt, also eine sehr enge Zusammenarbeit zwischen Unternehmerschaft und Gewerkschaften. Und diese Spielanordnung einer kapitalistischen Marktwirtschaft nenne ich Realkapitalismus, weil eben realwirtschaftliche Aktivitäten im Zentrum stehen. Und es ist diese Spielanordnung in ihrer Gesamtheit, die bereits seit Ende der 50er Jahre die Vollbeschäftigung ermöglichte. Jetzt werde ich kurz eine Grafik zeigen. Aha. Machen wir so. Hier haben Sie einige wichtige Indikatoren. Jetzt habe ich ein bisschen ein technisches Problem. Aha, das funktioniert. Jetzt muss ich noch das umdrehen. Gut. Haben Sie einige wichtige Indikatoren, wie zum Beispiel, das sind Daten für Westeuropa seit 1950. Sie sehen, dass die Arbeitslosenquote bereits Ende der 50er Jahre auf dem sehr niedrigen Niveau von 2% liegt. Und Sie müssen bedenken, dass das ganz Westeuropa ist, das heißt, da ist Sizilien, Andalusien, Griechenland, also auch Problemregionen mit dabei.
in Deutschland und Österreich war die Arbeitslosenquote deutlich unter 1%. Sie sehen weiters, dass die Staatsschuldenquote, das ist der Anteil der Staatsschuld an der gesamten Wirtschaftsleistung, 20 Jahre lang stetig zurückgeht. Und sie geht genau dann zurück, als der Sozialstaat ausgebaut wird. Denn noch nie in der Wirtschaftsgeschichte ist der Sozialstaat so stark ausgebaut worden wie zwischen den 50er und den 70er Jahren. Das heißt, die heute so beliebte These, wir können uns den Sozialstaat nicht mehr leisten, der Sozialstaat ist die wichtigste Ursache der Verschuldung, ist ein ausgesprochener Unsinn, weil wenn die Spielbedingungen so gesetzt sind, dass die Wirtschaft stabil und krisenfrei wächst, dann kann man sich natürlich auch mehr Sozialstaatlichkeit leisten. Hier sehen Sie schließlich ein wesentlicher Indikator für das, was ich Realkapitalismus nenne, besteht eben darin, dass das reale Zinsniveau ganz markant unter der wirtschaftlichen Wachstumsrate lag, die ihrerseits kaum schwankte. Wir hatten 20 Jahre lang keine Rezessionen. Nicht? Also das schlechteste Jahr hatte ein Wirtschaftswachstum von 3%. Davon können wir heute nicht träumen. Und die Frage ist, warum hat sich das über 4 Jahrzehnte so stark geändert? Und meine Grundthese lautet, weil die Spielanordnung in ihrer Gesamtheit seit Anfang der 70er Jahre in mehreren Etappen sich so verändert hat, dass das unternehmerische Gewinnstreben oder generell das Gewinnstreben sich verlagert hat von realwirtschaftlichen Aktivitäten auf den Versuch, aus Geld mehr Geld zu machen. Also durch Aktivitäten aller Art auf den Finanzmärkten Gewinne zu erzielen. Und das impliziert ein systemisches Problem. Denn wenn sich das Gewinnstreben nur in der Realwirtschaft austoben kann, dann wird ein sogenanntes Positivsummenspiel inszeniert. Was heißt das? Wenn Sie dieses Spiel spielen, dann wird der Kuchen von Periode zu Periode größer. Warum? Weil das Profitstreben sich in der Realkapitalbildung äußert, weil eben immer mehr Maschinen angeschafft werden, mit denen man wieder mehr produzieren kann, was aber auch mehr Arbeitsplätze schafft. Wenn Sie sich fragen, gibt es heute irgendwo realkapitalistische Spielanordnungen, dann brauchen Sie nur nach China blicken. Selbstverständlich wird in China Zinssatz und Wechselkurs nicht am Markt gebildet. Denn die chinesischen Führer sind meiner Ansicht nach solche, die vom westlichen Kapitalismus wesentlich mehr verstehen als der Durchschnitt der Ökonomen im Westen. Wenn Sie zum Beispiel realisieren, wann beginnt China ein Konjunkturpaket zu schnüren, das war vor einem halben Jahr, war mir schon klar, die Chinesen glauben, es kommt jetzt eine neuerliche Rezession und sie haben recht. Also die Unterscheidung real-finanzkapitalistische Spielanordnung habe ich hoffentlich ein bisschen plausibel gemacht. Und die Frage ist nun, über welche Zwischenschritte führt eine finanzkapitalistische Spielanordnung dazu, dass das Wirtschaftswachstum sinkt? Sehen Sie hier ganz klar nicht. Wir haben ein durchschnittliches Wirtschaftswachstum von 4 bis 4,5% gehabt und haben jetzt eines von 2 oder weniger eigentlich mit eben zunehmenden krisenhaften Erscheinungen, die jeweils dann sowohl die Arbeitslosigkeit steigen lassen, als auch die Staatsverschuldung. Denn Arbeitslosigkeit und Staatsverschuldung sind Zwillingsprobleme. Die sind vollkommen voneinander abhängig. Und wenn die Politik versucht, diese Probleme therapeutisch zu trennen und zu sagen, jetzt tun wir uns nur um die Staatsverschuldung kümmern und wollen den Staatshaushalt sanieren und die Arbeitslosigkeit, das machen wir später oder das machen wir dadurch, dass die Löhne gesenkt werden, dann sind sie genau in der Welt Südeuropas in den letzten Jahren. Der Versuch der Staaten, ihren Haushalt durch Sparen zu sanieren, führt zu einem weiteren Anstieg der Staatsschuldenquote und zwar in allen Ländern, weil durch diese Art der Therapie eben die Arbeitslosigkeit immer mehr steigt und das habe ich schon eingangs gesagt,
bei sehr hoher Arbeitslosigkeit sind sie dann in einem Teufelskreis. Denn die Menschen haben weniger nachzufragen, daher sinkt der private Konsum. Die Unternehmen sagen, unter diesen Umständen werden sie natürlich nicht investieren. Und wenn die Unternehmer ihre Nachfrage reduzieren, die Haushalte ihre Nachfrage reduzieren und der Staat seine Nachfrage auch reduziert, dann sind wir von der Logik in der genau gleichen Abwärtsspirale wie 1930-33. Nur, dass das Tempo viel geringer ist, weil im Gegensatz zu damals der Sozialstaat in Europa ja nicht vollkommen quasi vernichtet ist, sondern selbst in Griechenland und Portugal gibt es noch Arbeitslosenunterstützungen, auch wenn sie gesenkt werden, während in der Weltwirtschaftskrise immer mehr Menschen ausgesteuert wurden. Das heißt, die standen vor dem Nichts, sie bekamen überhaupt keine Unterstützung mehr. Gut, jetzt schaue ich kurz auf die Uhr. Die wichtigsten, hier vielleicht nur ein kleines, da habe ich auch so eine kleine Grafik gemacht, ich hoffe, man kann es lesen, sozusagen nur um sich die miserable Performance des Gesamtsystems vor Augen zu führen. Das sind jetzt zunächst einmal die durchschnittlichen Wachstumsraten des Bruttoinlandsprodukts pro Kopf, also sozusagen der durchschnittlichen Einkommen und der Produktivität. Dann sehen wir, dass diese sich in den letzten 40 Jahren immerhin auch noch verdoppelt hat. Das heißt, wir sind konfrontiert mit der Tatsache, dass die Gesamtproduktion immerhin doppelt so hoch wurde, real. Und obwohl wir doppelt so viel produzieren insgesamt, nehmen die sozialen Probleme immer mehr zu. Da kann ja irgendwas nicht stimmen, wenn in einer Welt, in der man nur die Hälfte produziert hat, jeder junge Mensch einen voll sozialversicherten Arbeitsplatz bekommen hat, junge Leute sich eine Wohnung leisten konnten und, was für die Dynamik einer Wirtschaft sehr wichtig ist, sozusagen Flüge werden konnten. Wenn Sie Statistiken für Italien, die habe ich neulich gelesen, ansehen, wie viele 40-Jährige noch bei der Mama leben, dann ist das natürlich auch für die Dynamik einer Gesellschaft eine Katastrophe, langfristig. Ja? Und das hat natürlich zu tun mit der sich immer mehr verschlechternden Performance. Wir sehen eben, wie die Arbeitslosenquote etwa von 2% auf 10% gestiegen ist in den 15 EU-Ländern oder eben auch die Staatsschuldenquote sich nahezu verdreifacht hat. Was sind jetzt aus meiner Sicht die wichtigsten Zwischenschritte auf dem Prozess in die Krise hinein? Denn, so viel sollte vielleicht jetzt schon klar sein, die Krise ist für mich nichts anderes als der schrittweise Implosionsprozess der Spielanordnung. Das heißt, es ist eine Systemkrise, sie wird weitergehen und das Schlimmste steht uns bevor. Weil, wenn ein System sozusagen nicht mehr weiter weiß, dann bedeutet es noch lange nicht, dass man sagt, na gut, dann machen wir was anderes, sondern es setzt diese schwierige Übergangsphase ein, wo, damit sie was Neues anfangen können, das Alte aus ihrem Schädel kriegen müssen. Und das ist das Schwierigste. Das Schwierigste im Lernen ist immer das Verlernen. Und die Eliten haben den Kopf voll von bestimmten Vorstellungen, wie die Welt funktioniert. Ich nenne das gern Navigationskarten. Und wenn eben die deutsche Regierungschefin glaubt, man kann den Staatshaushalt vergleichen mit dem Haushalt einer schwäbischen Hausfrau. Und wenn sie glaubt, dass wenn eben die schwäbische Hausfrau sparen muss, weil der Mann arbeitslos geworden ist, dann muss das eben der Staat auch. Dann sind wir intellektuell in den späten 1920er Jahren. Wir sind wieder in dieser Vorstellung, dass die Märkte sich selbst überlassen, die beste Lösung finden werden und der Staat soll sich nur mehr zurückziehen. Dass dazwischen Ökonomen waren, die erklärt haben, warum das nicht funktioniert, warum die Weltwirtschaftskrise passiert ist, warum man die Löhne nicht kürzen darf, wenn die Arbeitslosigkeit immer mehr steigt, warum man nicht den Sozialaufwand kürzen kann, das ist vergessen und verdrängt. Und dieser Vergessensprozess, diese gesellschaftliche Amnesie, an der ich auch persönlich gewissermaßen sehr leide, weil
dass ich eine so grundlegend andere Position habe, hat natürlich damit zu tun, dass ich viel früher Ökonomie studiert habe, also zu einem Zeitpunkt, wo man eben die andere Theorie noch auch einigermaßen gut lernen musste, also jene von Keynes. Warum also die Navigationskarten sich geändert haben und damit sozusagen die Handlungsrezepte für die Eliten. Eliten sind jetzt natürlich die, die oben sind im Sinne der soziologischen Elite-Theorie, also nicht die Besseren, sondern eben die Chefredakteure, Universitätsprofessoren, Regierungschefs etc. Dieser Prozess hat meiner Ansicht nach und paradoxerweise sehr viel mit dem Erfolg des Realkapitalismus zu tun. Denn stellen Sie sich eine Welt vor, in der lebten wir, in der es 20 Jahre lang Vollbeschäftigung gibt. Was passiert dann? Die Macht in der Gesellschaft beginnt sich schleichend zu verlagern, zugunsten der Gewerkschaften. Denn sie können bei Vollbeschäftigung ganz anders auftreten, bei Lohnverhandlungen. Sie können viel leichter Streiks organisieren, sie können neue Forderungen stellen nach Mitbestimmung, überbetrieblicher Mitbestimmung. Und das alles kennzeichnet die Welt der 1960er Jahre. Ein kleiner Indikator ist die Lohnquote. Sie sehen, dass unter dem Zustand anhaltender Vollbeschäftigung in ganz Europa es den Gewerkschaften gelungen ist, den Anteil der Arbeitnehmer am Gesamtkuchen ganz massiv zu erhöhen. Sie verlangten Mitbestimmung, überbetriebliche Mitbestimmung. Wenn Sie die Streikstatistik ansehen, dann werden Sie erkennen, dass die Zahl der Streiks sich zwischen 1965 und 1968 verdreifacht. Nicht im braven Österreich oder Deutschland, aber in Italien, Frankreich, England, selbst in den USA. Dann kommt das 68er Jahr, das war schon ein großes Warnsignal für die Eliten und die Vermögenden. Nicht deshalb, weil Studenten, so wie ich, ein bisschen ein Radau gemacht haben, das wäre egal gewesen. Aber die Intellektuellen drifteten scharenweise nach links ab. Der Zeitgeist wehte links und er blies die Sozialdemokratie an die Macht. Willy Brandt wurde Kanzler, Bruno Kreisky wurde Kanzler. Und jetzt wurde es für die Vermögenden langsam verständlicherweise etwas prekär. Zumal noch eine neue Bewegung entstand, die Ökologiebewegung, Club of Rome 1970, die erklärt, der Kapitalismus ist aus Umweltsicht zu verdammen. Und wenn Sie alle diese Prozesse zusammenfassen, dann wird verständlich, warum die neoliberalen Theoretiker auf einmal eine Renaissance erlebten. Die Thesen von Hayek und Friedman, die hatten sie schon in den 40er und 50er Jahren formuliert, gegen Sozialstaat, gegen Gewerkschaften. Aber jetzt war ihre Stunde gekommen, denn die Vermögenden sagten sich, nicht ganz unverständlich, so kann es nicht weitergehen. Wir haben zwar im Realkapitalismus gute Renditen erzielt, weil wenn alle Arbeitskräfte ausgelastet sind, dann sind die Maschinen ausgelastet und die Auslastung des Realkapitals ist einer der wichtigsten Faktoren für die Profitrate. Aber wenn das die langfristigen Folgen sind, dass uns sozusagen der Teppich unter den Füßen weggezogen wird, dann machen wir nicht mehr mit. Ich bringe nur zwei kleine Beispiele, an die ich mich gut erinnere. Nicht? Bruno Kreisky verlangte die Durchflutung aller Lebensbereiche mit Demokratie. Ja, wenn ich ein Unternehmer wäre, hätte ich gesagt, bei mir wird nichts durchflutet. Ja, ich möchte nicht, dass in Zukunft dann, ich weiß nicht, die Belegschaft abstimmt, was investiert wird. Oder anderes Beispiel, ich habe 75 in Bologna studiert, wenn dort der mächtigste, also in Italien Industrielle, der Alleinbesitzer von Fiat, Gianni Agnelli, von seinen 185.000 Beschäftigten irgendwo 200 kündigen wollte, so war das damals nicht möglich. Es gab sofort Schopero-Streik, alle Räder stehen still, die Gewerkschaften waren sehr gut organisiert. Und all das ist für mich der Stoff für die Renaissance des Neoliberalismus. Was die Vermögenden nicht begriffen haben damals, war, dass sie sich mit der neoliberalen Ideologie nicht nur einkaufen, eine grundkritische Position gegen Gewerkschaften und Sozialstaat, sondern, und das wurde viel wichtiger, die Entfesselung der Finanzmärkte. Denn
sowohl Hayek, Friedman und alle Neoliberalen haben immer gesagt, weg mit dem System fester Wechselkurse, weg mit dem System stabilisierter Zinssätze. Es ist unsinnig, die Gütermärkte zu liberalisieren, weil das wurde ja gemacht, der Welthandel wurde liberalisiert, aber die Finanzmärkte wurden grundlegend anders behandelt. Das sei doch nicht logisch. Und jetzt geht es dann Schlag auf Schlag. 1971 Aufgabe des Systems fester Wechselkurse, dafür waren natürlich auch noch andere Gründe maßgeblich. Muss ich schauen, ob ich mich ja, in meinen Grafiken zurechtfinde. Was passiert? Sobald die USA sagten, wir halten nicht mehr das System der festen Kurse, verliert der Dollar 25% an Wert. Wenn der Dollar 25% an Wert verliert, dann gibt es in der Weltwirtschaft nur eine Ländergruppe, die die Blöden sind. Das sind jene Länder, die nur ein einziges Produkt besitzen, das in Dollar notiert. Das waren die Erdölexporteure des Mittleren Ostens. Die haben sich das nicht gefallen lassen und reagierten 1973 mit dem ersten Ölpreisschock. Der Ölpreis verdreifacht sich von 3 Dollar auf 10 Dollar. Der erste Ölpreisschock löst die erste Rezession der Nachkriegszeit aus. Die Arbeitslosigkeit steigt, die Staatsverschuldung steigt, die Menschen werden verunsichert. Unter Jimmy Carter gibt es die zweite starke Dollarentwertung, gefolgt vom zweiten Ölpreisschock 1979-80. Zusätzlich haben immer auch politische Auslöser eine Rolle gespielt. Erster Ölpreisschock, der Yom Kippur-Krieg zwischen Israel und den arabischen Nachbarn. Zweiter Ölpreisschock, die Machtübernahme der Ayatollahs im Iran und die Besetzung der amerikanischen Botschaft durch irgendwelche Studenten im Iran. Aber aus meiner Sicht waren das die Auslöser, dahinter standen diese Destabilisierungstendenzen der Weltwährung. Umgekehrt, als dann Ronald Reagan gewählt wurde, boomt der Dollar, die Ölpreise verfallen. In den letzten Jahren sehen wir wieder diese gegenläufige Entwicklung, Entwertung des Dollars, Ölpreisanstieg. Das sind jetzt nur die Schlaglichter. Ich kann das jetzt nicht differenzierter sagen, denn natürlich sind auch andere Faktoren für die Ölpreisentwicklung maßgeblich. Aber es soll nur zeigen, dass die Destabilisierung eines wichtigen Finanzmarktes, nämlich des Devisenmarktes, sich überträgt auf die Destabilisierung eines anderen, nicht weniger wichtigen Marktes, nämlich des noch der Weltenergieversorgung. Den zweiten Schritt habe ich, glaube ich, ja schon genannt. Ja, was passiert als Folge der beiden Ölpreisschocks? Einerseits steigt die Arbeitslosenquote an, zweitens steigt mit einer gewissen Verzögerung die Staatsverschuldung an, weil eben das Wirtschaftssystem nicht mehr so gut funktioniert. Und, was hier nicht gezeigt wird, aber was jedem klar ist, die Inflation steigt sehr stark an. Denn die beiden Ölpreisschocks haben insgesamt den Ölpreis verzehnfacht. Und das hat das Inflationstempo in die Höhe getrieben. Und das war wiederum die Rechtfertigung dafür, dass die neoliberalen oder monetaristischen Ökonomen sagten, jetzt muss Schluss sein, damit die Zinssätze zu stabilisieren. Jetzt machen wir auf Hochzinspolitik, um mit hohen Zinsen die Inflation zu bekämpfen. Und das ist der ganz wichtige Systemwechsel Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre. Seitdem liegt der Zinssatz nahezu permanent über der wirtschaftlichen Wachstumsrate. Das führt wiederum dazu, dass die Unternehmer verständlicherweise sagen, unter den Umständen werden wir nicht mehr so viel real investieren. Und das Wirtschaftswachstum geht weiter zurück, die Arbeitslosigkeit steigt weiter an und damit auch die Staatsverschuldung. Jetzt sind wir 1990, die Europäische Union erkennt, das haben wir jetzt, so kann es nicht weitergehen mit der Staatsverschuldung, jetzt wird gespart, Maastricht-Kriterien. Den systemischen Charakter des Anstiegs der Staatsverschuldung begreift sie aber nicht. Sie sieht nicht, dass man das Spiel an Ordnung was ändern muss. In anderen Worten, dass man wieder Unternehmertum besser stellen muss als Finanzspekulation, sondern man ist ja jetzt 20 Jahre später schon weitgehend überzeugt von der neoliberalen Navigationskarte, mehr privat, weniger Staat, Liberalisierung aller Märkte und, und. Ja. Nun, diese Sparpolitik in Europa hat nicht funktioniert, im Wesentlichen, denn die Staatsschuldenquote ist seitdem weiter angestiegen, besonders nach der Finanzkrise. Und diese Finanzkrise ist aber ihrerseits
eine systemische Krise. Das heißt, man kann nicht sagen, das war ein Unfall, dass halt irgendwelche gierigen Banker Leuten in Amerika Hausbaukredite gegeben haben, die es nicht verdient haben, sondern der tiefere Grund der Krise war, dass je schlechter sich die Realwirtschaft entwickelte, desto mehr versuchten Menschen mit Vermögen, das Vermögen in der Finanzwelt zu vermehren. Und das führt dazu, dass zum Beispiel die Aktienkurse immer größere, wie soll ich sagen, manisch-depressive Schwankungen aufweisen. Nicht? Es gibt die Boomphase, wo etwa in Deutschland zwischen 1996 und 2000 sich der deutsche Aktienindex verdreifacht, was jede ökonomische Theorie verspottet, weil es kann nicht sein, dass der wahre Wert der deutschen Aktiengesellschaften sich in 3 oder 4 Jahren verdreifacht. Daher folgt auch der Euphorie die Depression. Dieser erste Crash, manchmal genannt der Zusammenbruch des Internet-Bubbles, war für mich damals schon das Vorbeben, dass jetzt der Prozess der langsamen Implosion des Systems beginnt. Allerdings kann man nie wissen, wie lang das konkret dauert, weil, wie gesagt, die Navigationskarten, die im Kopf sitzen, wird man so schnell nicht wieder los. Und es beginnt 2003 die finale Euphoriephase des Finanzkapitalismus. Warum? Weil in dieser Phase alle 3 wichtigen Vermögen gleichzeitig aufgewertet wurden. Das Aktienvermögen weltweit, ich darf daran erinnern, die Aktienkurse sind in Österreich auf das 5-fache gestiegen in 4 Jahren, in Deutschland auf das 3,5-fache. Die Rohstoffpreise, der Ölpreis boomt von $30 auf $147. Aber auch alle anderen Rohstoffpreise, Weizen, Reis, Mais etc. Warum? Weil die sozusagen Finanzalchemisten, also die versuchen, aus Geld mehr Geld zu machen durch Finanzspekulation, erkennen, auf diesen Märkten ist noch einiges zu holen. Das beginnt so um 2006, 2007, ist ziemlich klar in dem Chart zu erkennen. Und Sie müssen halt dazu kombinieren, die Informationen auch aus anderen Quellen, wie zum Beispiel der Nachrichtendienst Bloomberg, der sehr, sehr wichtig ist, wenn man besser verstehen will, was auf der Finanzwelt passiert. Und wir wissen, dass Akteure wie die Deutsche Bank oder natürlich Goldman Sachs, aber auch JP Morgan, es sind immer wieder die gleichen, eben sehr massiv auch in der Nahrungsmittelspekulation tätig wurden. Und was vielleicht für Ihr Verständnis noch wichtig ist, es kommt überhaupt nicht darauf an, ob die Preise steigen oder fallen. Sie müssen als professioneller Spekulant nur die Richtung erraten. Ja, im Gegenteil, bei fallenden Preisen verdienen sie noch mehr, weil normalerweise die Fallgeschwindigkeit schneller ist als die Aufstiegsgeschwindigkeit. Nicht? Wenn Sie die Aktienkurse anschauen oder da beim Ölpreis ist das ganz markant. Nicht? Ich meine, wer hier sozusagen spekuliert hat auf einen Verfall des Ölpreises, hat natürlich das Geschäft seines Lebens gemacht. Weil, wie gesagt, das sind Wetten und Sie müssen nur in der Richtung es richtig getippt haben. Sie müssen getippt haben, der Ölpreis wird fallen und dann kassieren Sie. Gut, jetzt, da das mein Spezialgebiet ist, muss ich aufpassen, weil da rede ich dann gern zu lang. Und das ist der wichtigste Preis vielleicht für europäische Unternehmer. Weil Europa ist ein exportorientierter Wirtschaftsraum und der Wechselkurs des Euro gegenüber dem Dollar ist natürlich von enormer Bedeutung. Und Sie können klar sehen, dass das, was die Spekulanten zu ihrem Leibspruch machen, the trend is your friend, ist tatsächlich in den Daten. Das heißt, diese Kurse bewegen sich sozusagen entlang von sogenannten underlying trends, also solchen Schüben. Und dann kann man natürlich versuchen, mit Computeralgorithmen Systemspieler zu werden, also Kauf- und Verkaufssignale abzuleiten und daraus wieder Profit zu erzielen. Nur diese Art von Spielen hat natürlich Rückkoppelungseffekte, weil wenn immer mehr Akteure bei einem steigenden Preis draufspringen, und man nennt das Trend Following Trading Systems, dann wird natürlich diese schubartige Entwicklung der wichtigsten Preise verstärkt werden. Und jetzt sind wir schon ist gut bei der Finanzkrise. Nachdem zwischen 2003 und 2007 sowohl alle Rohstoffe
aufgewertet wurden, alle Aktien ausgewertet wurden und die Immobilien, jetzt haben wir alle Vermögensarten, die boomen, war mir klar, wenn die Wende kommt, weil jemand, der viel mit Finanzmärkten zu tun hat, der weiß, der denkt ja ein bisschen wie die Spekulanten natürlich. Ich versuche die auch zu verstehen und sie sind für mich nicht die bösen Buben, sondern wenn die Spielanlage so ist, dann wird es ihm leid geben, die das ausnutzen. Ja? Aber für die Spekulanten ist klar, jeden Bullenmarkt, also jedem übermäßigen Anstieg folgt der Bärenmarkt. Und das Blöde war, dass wir jetzt eben notwendigerweise drei Bärenmärkte gleichzeitig hatten. Das heißt, wir haben gleichzeitig die Entwertung von Aktienvermögen, die Entwertung von Rohstoffvermögen und die Entwertung von Immobilienvermögen in den Ländern USA, England, Irland, Spanien. Das heißt, die drei wichtigsten Vermögensarten sind gleichzeitig entwertet worden. Also habe ich gleich in der Wirtschaftsstatistik nachgesehen, in den historischen Statistiken. Wann ist das das letzte Mal passiert? Natürlich zwischen 1929 und 1933. Und die amerikanische Administration, Gott sei Dank, noch unter George Bush, brauchte nur etwa eine Woche, um zu erkennen, diese Entwicklung hat das Potenzial für ein neues 1929. Das ist der Grund, und wir können Ihnen dankbar sein, weil die Europäer haben das überhaupt nicht überrissen, wenn ich das so einfach sagen darf, dass die Amerikaner alle Tabus über Bord warfen. Die hätten nicht nur General Motors verstaatlicht und den größten Versicherungskonzern, die hätten auch andere Konzerne verstaatlicht, wenn es nicht anders gegangen wäre. Und sie haben beliebige Menge Geld ins System gepumpt, damit nur ja nicht das wieder passiert, was 1929 und den Folgejahren passiert ist. Weil damals ließ man die Banken krachen, damals hat der Staat eine Sparpolitik angewendet und die Politik sagte, diesmal haben wir aus der Geschichte gelernt, wir werden die Banken retten und wir machen Konjunkturpakete. Und dann glaubten sie, die Krise sei überwunden. Aber sie haben ja an der Spielanordnung nichts geändert. Ja, sie haben Feuerwehr gespielt, das war schon gut. Wenn es brennt, muss die Feuerwehr ausrücken. Aber wenn sie die Brandstifter nicht sozusagen präventiv unter Kontrolle kriegen, dann werden die sich sofort was Neues einfallen lassen. Und so geschah es auch. Ab Herbst 2009 wird ein neues Spiel entwickelt, das noch vorher nicht existiert hat. Die Spekulation gegen souveräne Staaten, das beginnt hier mit Griechenland, weil die Akteure völlig zu Recht erkannt haben, dass die Währungsunion einen Systemdefekt hat. Sie ist nicht robust für Finanzkrisen, weil in einer Währungsunion die einzelnen Mitglieder ja keine Kontrolle mehr haben über ihr eigenes Geld, aber sehr wohl unterschiedlich stark betroffen sind. Und dass Griechenland das schwächste Glied in der Kette war, dazu musste man nicht sehr gescheit sein. Noch dazu, wo eine Bank wie Goldman Sachs ja den Griechen geholfen hat, das wahre Ausmaß der Verschuldung zu verstecken. Also wussten sie genau, dass die in einer miesen Lage sind. Und mit den Wetten auf den griechischen Staatsbankrott kann man natürlich große Gewinne machen, ja, weil mit jeder Wette, weil wie gesagt, mit diesen Finanzderivaten kommt es nur darauf an, dass Sie auf etwas wetten, dessen Wahrscheinlichkeit in der Folge zunimmt. Wenn Sie also darauf wetten, dass die Bonität Griechenland sich verschlechtern wird, dann wird der Wert Ihres Wettscheines steigen. Und in dieser Phase, muss ich es jetzt doch erwähnen, in dieser Phase, wir schreiben Frühjahr 2010, war mir klar, dass die Wahrscheinlichkeit einer Depression, einer mehrjährigen, sehr, sehr schlimmen Wirtschaftsentwicklung, wenn auch langsamer, so groß ist, dass ich sozusagen mir gedacht habe, ich schreibe jetzt ein Buch, das ich eigentlich gar nicht vorhatte, das ich bewusst nannte, mitten in der großen Krise, ein New Deal für Europa, weil ich versuchte zu zeigen, wenn jetzt gegen Griechenland spekuliert wird, dann wird diese Spekulationsepidemie nach Irland, Portugal, Spanien und Italien gehen. Dann habe ich in dem Buch geschrieben, sobald sie in Spanien und Italien angekommen ist, steht Europa vor einer ganz fundamentalen Entscheidung. Entweder die Währungsunion zerbricht, weil das System es nicht aushält, dass die Finanzakteure Länder gegeneinander ausspielen können, oder man versucht, eine grundlegende Kehrtwende zu machen. Jetzt bei der grundlegenden Kehrtwendung ist mein großes Vorbild seit langem der amerikanische Präsident Roosevelt,
weil er die Fähigkeit hatte, dem Gesamtkurs eine Wende zu geben, ohne dass er eine neue Navigationskarte hatte. Er hat einfach selbst gedacht und das ist eine grandiose Leistung, weil die Theorie des Herrn Keynes wurde erst nachgereicht, sozusagen 1936, während der Roosevelt hat 1933 seinen New Deal konzipiert. Und daher habe ich gesagt, wir brauchen einen New Deal für Europa, ein Konzept, das grundlegende Weichen stellt in eine andere Richtung und diese systemischen Ursachen mit berücksichtigt. Also wir müssen wieder unternehmerisches Verhalten besser stellen als Finanzalchemie und die Rolle des sozialen Zusammenhalts, Sozialstaatlichkeit, aber auch Ökologisierung muss ganz konkret Teil eines New Deal-Programms sein. Also der Grundgedanke ist furchtbar einfach. Wenn schon eine Krise kommt, dann ziehen wir jetzt in die Krisenphase jene Aktivitäten vor, die wir ja sowieso einmal machen müssen. Es ist absurd. Der Klimawandel ist ein Phänomen. Man wird ihn bekämpfen müssen. Ja? Und je später man damit anfängt, desto teurer wird es. Und wenn wir schon jetzt viele Arbeitslose haben, dann machen wir es doch lieber jetzt. Und das heißt thermische Gebäudesanierung, das heißt also massiver Ausbau der transeuropäischen Netze. Da gibt es also weiß Gott genug zu tun. Nachdem mir aber schon gezeigt wurde, ich soll zu einem Ende kommen, kann man ja den Rest, nämlich die Therapie, dann der Diskussion vorbehalten. Vielleicht ein letzter Abschluss, nur um deutlich zu machen, ja, dass vielleicht ist eben das, diese Grafik ist deshalb so wichtig, weil sie auch politische Dimensionen hat. Was die Finanzalchemisten machen, ist, dass sie einen Keil zwischen Nord- und Südeuropa treiben, in dem je höher die Zinsen steigen für Italien und Spanien, desto niedriger werden sie für Deutschland, dass das langfristig in einer Depression auch sozusagen die politischen Spannungen dramatisch erhöhen muss, ist klar. Dass das die Gespenster der Vergangenheit wieder zum Leben erwecken wird, ist auch klar. Da braucht man nur noch Griechenland schauen. Man wird sich in anderen Ländern die Frage stellen, versucht Deutschland jetzt wieder mal sozusagen der Hegemon Europas zu werden? Ich glaube nicht, dass Deutschland das will, aber das läuft einem dann aus dem Ruder sozusagen. Ja? Denn wenn jetzt ganz Europa in eine Krise schlittert, und das ist offenbar der Fall, weil wir sind, Österreich und Deutschland ist de facto bereits in einer Rezession, aber natürlich deshalb, weil die Auftragseingänge aus Südeuropa schrumpfen, damit eben sich das klar heraussteht, was für jeden denkenden Menschen eigentlich klar war, dass sie können nicht einen halben Kontinent über eine Sparpolitik in eine Depression schicken und glauben, sie werden selber davon nicht betroffen werden. Das geht nicht. Ja? Wir hängen alle voneinander ab. Letzter Punkt, aber das ist so nett, dass ich es trotzdem immer noch zeige. Die Zwillingsnatur der Probleme Staatsverschuldung und Arbeitslosigkeit. Schauen Sie, es ist eine Grafik über mehrere Jahrzehnte und das ist mit freiem Auge zu erkennbar, dass wenn die Arbeitslosigkeit immer mehr steigt, mit einer gewissen Verzögerung steigt dann die Staatsverschuldung auch. Sie können diese Probleme nur gemeinsam behandeln und dazu brauchen Sie aber eine neue Navigationskarte oder sowas wie einen New Deal und mache ich Eigenwerbung. Der Verlag hat mich gebeten, weil das Buch relativ gut ging, ich soll eine Neuauflage machen. Und ich habe gesagt, das mache ich sicher nicht, weil ich möchte unbedingt belegen können, dass das alles damals schon geschrieben wurde und dass man das ohne weiteres erkennen konnte, wenn man einen Hausverstand hat. Ja? Und daher habe ich das Buch gelassen, wie es ist. Wer eins haben möchte, kann dann für 10 Euro eins erstehen. Also so 10, 15 habe ich mit. Seit ungefähr einem halben Jahr mache ich das tatsächlich, weil ich finde, dass hat dadurch die Chance, dass man das ernster nimmt, wenn man sieht, ja, das stimmt, der hat das damals schon geschrieben, also dann sind vielleicht auch seine Vorschläge nicht so blöd, weil meine Vorschläge sind ein bisschen radikal, das gebe ich schon zu, jedenfalls für Neoliberale. Und letzter Punkt, aber das deute ich nur an, da brauche ich nur eine Minute, das alles basiert auch auf theoretischen Überlegungen, an denen ich seit 30 Jahren arbeite und da geht es sehr stark darum, in die Richtung zu arbeiten, dass die Tradition, es gibt einen Grundkonflikt in der Ökonomie zwischen Kapital und Arbeit. Das muss man überwinden und versuchen, zu einer Art Interessenstriade zu kommen und zu sagen, die Interessen von Realkapital, also derer, die das Vermögen in Maschinen angelegt haben und jener, die das Vermögen in Finanzvermögen angelegt haben, sind total unterschiedlich. Daher gibt es in der Wirtschaftsgeschichte sozusagen zwei mögliche Bündnisse.
wenn sie das Interesse von Arbeit und Realkapital verbündet gegen das Interesse des Finanzkapitals, dann sind sie sozusagen in der Welt der 50er, 60er Jahre, dann sind sie in der Welt, wo man eben die Finanzmärkte reguliert und Unternehmertum und auch Arbeitnehmerschaft fördert. Wenn sie umgekehrt, wenn sich die Interessen der Vermögenden, vereinfacht ausgedrückt, gegen die Interessen der Arbeit verbünden, sind sie in der Welt der letzten 30, 40 Jahre. Und das alles mündet dann eben in die Differenzierung zwischen den beiden Spielanordnungen Realkapitalismus und Finanzkapitalismus. Soweit herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.